Wie haben wir das alle vermisst? Mit Freunden feiern, Party machen. Wenn da dann noch eine Band auf der Bühne steht, die seit mittlerweile 30 Jahren der Garant für beste Unterhaltung ist, dann kann ja nichts mehr schiefgehen. Vom Sommerfest der Abteilung Fußball des ESV Lokomotive Zwickau, welches im wahrsten Sinne des Wortes am vergangenen Samstag über die Bühne gegangen ist. Bei unserem Eintreffen nach 19 Uhr auf dem Gelände am Eschenweg herrschte reges Treiben. Während sich die einen auf dem Fußballfeld beim Torschuss versuchten, ließen sich andere das erste Bier schmecken. Nachdem am Tag zuvor hier die Festveranstaltung anlässlich 75 Jahre ESV Lok Zwickau stattgefunden hatte, freute man sich, bei der Abteilung Fußball das traditionelle Sommerfest wieder durchführen zu können. Wir sind sehr froh nach der Corona-Pause, dass wir jetzt endlich unser 20-jähriges Sommerfest durchführen können, was schon für uns viele Jahre eine Tradition war, für alle Mannschaften, die wir haben, vom Nachwuchs, von den Bambinis angefangen, über die Jugendmannschaften, Männermannschaften, bis zu den alten Herren und bis zu unserer Damen-Freizeitmannschaft. Es ist ein, sagen wir, vereinsumspannendes Event, was auch ein Stück Teil so Stadtteilcharakter hat, wo wir auch versuchen, durch die Marienthaler mit zu integrieren. Und wir sind sehr froh, dass wir heute wieder hier sein dürfen und jetzt endlich zum 20. Fest feiern können. Auch wenn es etwas sehr heiß ist heute, aber da müssen wir halt durch. Und Sie haben sich eine richtige Partyband eingeladen. Ja, die Prinzenberger, wir haben halt auch gedacht, für das 20-Jährige müssen wir was Besonderes bringen. Und ich glaube, die Prinzenberger, die können gut einheizen und ziehen auch einige Fans von außerhalb der Region mit nach Marienthal heute. Wir sind ja Heimstätte auch unseres FSV. Wir sagen es ja so, es ist ja ein bisschen diese Verbundenheit. Wie stehen Sie denn zum FSV? Ja, wir drücken dem FSV natürlich die Daumen, auch zu jedem Spiel. Wir sind im Nachwuchs auch Kooperationspartner, schon viele Jahre vom FSV Zwickau und arbeiten im Nachwuchs eng miteinander zusammen und drücken natürlich unserem Kooperationspartner auch die Daumen, dass es sportlich sich positiv weiterentwickelt und dass sie natürlich im nächsten Jahr wiederum die Klasse halten können. Dann wünschen wir Ihnen heute eine tolle Party. Ja, vielen Dank. Und dass die Band aus unserer Region so richtig punkten sollte, daran hatten auch wir keine Zweifel. Vor dem Auftritt nutzten wir die Gelegenheit, mit zwei Bandmitgliedern ins Gespräch zu kommen. Ja, nachdem gestern 75 Jahre ESV Lok gefeiert wurde, heute das Sommerfest der Sparte Fußball und ihr seid mit dabei, die Prinzenberger, die Hütte wird wieder brennen. Wie ist es euch in der letzten Zeit ergangen als Kunst- und Kulturbrachler? Also ich meine, wie ja jeder weiß, die letzten zwei Jahre, die waren, reden wir mal nicht so drüber. Ne? Also wir waren eigentlich auf Null, weil wir ja Amateure sind, das nur nebenbei betreiben und mehr oder weniger auf Null gestellt. Ja. Marco, wie war das dann, als es hieß, ihr dürft wieder? Also ich könnte mir vorstellen, ihr habt einen Kasten Bier genommen, seid in den Probenkeller gegangen, habt gesagt, Jungs, lasst uns mal probieren, ob wir es noch können. Na, ein Kasten wird da nicht gereicht haben, glaube ich. Weil wir mussten die ganzen falschen Töne ja überdecken und ja, es war schon richtig schwierig, die ersten Proben. Aber mit der Zeit haben wir uns dann richtig reingefuchst, ne? Und dann, ja, was man einmal zwiebeln schwimmt, verlernt man einfach nicht. Ne? Wie ist es denn? Wie wurde es von den Leuten angenommen? Also wir haben so den Eindruck gehabt, die Menschen sind nach Corona gut, wir rutschen in die nächste Welle irgendwann. Ist immer eine Bewertungssache, sind ein bisschen demütiger geworden und dankbarer. Empfindet ihr das auch so? Also auf jeden Fall können wir jetzt nicht sagen, dass irgendwas nachgelassen hat. Im Gegenteil, es ist eigentlich jetzt nochmal die ersten Auftritte, was wir hatten, nochmal richtig gepusht. Und also ich glaube, die feiern noch schlimmer und noch wilder als vor Corona irgendwie. Was ist gefühlt. Was ist das Geheimrezept? Also drei Bier ist okay, aber die Leute sind ja trotzdem sofort bei euch und irgendwie gefühlt nach einer Stunde tanzen sie auf den Tischen. Was ist euer Konzept bezüglich der Musikauswahl? Ja, das ist irgendwie 30 Jahre gewachsen. Das hast du im Gefühl, dass die Lieder passen und dass du die Lieder anpasst an die Leute. Du gehst auf die Bühne, wir haben ja keine Playlist oder so. Wir gehen auf die Bühne, wissen die ersten drei Lieder und
dann wird nur auf Zuruf der ganze Abend gestaltet. Also wir haben da keinen festen Plan oder keine festen Lieder, die wir jetzt ein ganzes Jahr durchspielen. Das ist immer anders, je nach Publikum. Das Publikum ist auch immer verschieden. Du sagst es, je nach Publikum. Heute sind es ja Fußballer und Fußballerfrauen, die vor allen Dingen hier sind. Habt ihr euch da was Besonderes ausgedacht? Ja, also ich sag mal, es ist heute schon wahrscheinlich schon ein bisschen auf Fußball getrimmtes Programm. Ne? Also die ganzen Zurufe und Einlagen. Marco hat jetzt zum Beispiel heute vor dem Auftritt einen Zettel mitgebracht. Da stehen halt ein paar, wie sagen wir jetzt? Spezielle Fußballschmankerln drauf. Genau. Und das kommt dann eben heute Abend ohne Probe. Ja. Also wir hoffen, dass das gut klappt. Und wenn gar nichts klappt, dann Striptease geht immer. Okay, bitte. Wir sind die Männer mit einem harten Job, wir fahren mit dem Kopf und die Hände. Was dann folgte, war beste Unterhaltung pur. Und die Prinzenberger haben in der pandemiebedingten Spielpause wirklich nichts verlernt. Mit einem hohen Maß an Professionalität und Empathie nahmen sie das Publikum mit. Irgendwann hat sich unser Kameramann verabschiedet, aber die Party ging dann natürlich so richtig weiter. Ein Wermutstropfen war, dass es offensichtlich einige benachbarte Bürger aufgestoßen hat, dass es am Samstagabend Live-Musik in ihrer Nachbarschaft gab. Nach einer kurzzeitigen Unterbrechung, in welcher die Veranstalter mit den Ordnungskräften klärten, dass das Event bis 0.30 Uhr angemeldet sei, ging es dann etwas leiser weiter. Schade, dass so viel Unverständnis bei manchen Menschen herrscht, anderen das Feiern nicht zu gönnen. Sollten wir doch alle dankbar sein, dass Kunst und Kultur nun endlich wieder stattfinden kann.